Also das hier ist jetzt quasi Platz
Also es gibt auch ein Mädchen natürlich, eine Liebesgeschichte. Sehr, sehr cool finde, weil man sich dann eben einfach selber noch Gedanken darüber machen kann. Und also ich finde, wenn man nicht erfährt, wie es ausgeht, dann denkt man immer viel, viel mehr noch über das Buch nach. Und solche Bücher bleiben mir persönlich immer viel mehr im Gedächtnis, als wenn es dann einfach heißt, ja, hier so und so. Anschließend das Buch dazu gekauft.
zugegebenermaßen etwas enttäuscht wurde. Und deshalb ist es jetzt auch nur auf Platz 9, weil die Geschichte an sich ist echt toll. Nur halt das Buch, ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich es nochmal lesen und langsamer lesen, sodass man dann alles versteht und so weiter. Ja. Wie kann man das am besten beschreiben? Es ist im Prinzip, also es geht um einen 15-jährigen Jungen, diesmal namens Charlie. Und es ist sein erstes Jahr an der neuen Highschool. Und er ist eben, ja, er ist so ein bisschen Außenseiter und so weiter. Findet dann allerdings trotzdem zwei Freunde. Sehr, sehr traurig, teilweise lustig. Also es hat alles mit dabei. Es ist ein Allround und es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Und der Charlie hat auch eine sehr, sehr miese Lebensgeschichte hinter sich. Also der hat schon viele schlechte Dinge erlebt, hat auch eine psychische Krankheit und so weiter. Und ja, deshalb habe ich es als Tumblr-Geschichte bezeichnet, weil es ist schon sehr Tumblr, also. So emotional.
gesehen hätte. Und das ist der Grund, warum es nur auf Platz 8 ist, obwohl der Film der beste Film ist, den es überhaupt gibt. Das Positive an diesem Buch ist, dass man sehr, sehr, sehr viel über den Großvater von Oscar Schell erfährt. Denn der kommt im Buch, im Film nur ganz nebenbei quasi vor. Also da erfährt man dann einfach nur, dass es eben der Großvater von ihm ist und er spricht nicht, weil er irgendetwas Schlimmes eben erlebt hat. Und das kommt manchmal vor, dass wenn man irgendwie so ein Trauma hat, dann hört man auf zu sprechen irgendwie. Also das gibt es auch in echt. Und das war eben bei ihm so. Und im Film erfährt man gar nicht so wirklich, was es mit dem Großvater so wirklich auf sich hat. Also, und das ist das Gute am Buch, dass man extrem viel über den Großvater erfährt. Ja, also über seine Jugend und über seine Frau und so weiter. Ja, also von dem her würde ich sagen, es ist ein netter Zusatz, um weitere Informationen zum Film zu bekommen. Aber nur das Buch zu lesen, ohne den Film gesehen zu haben, würde ich nicht empfehlen. Ja. Trotz allem eine wunderschöne Geschichte. Auch eine sehr, sehr poetische Schreibweise. Ich habe mir extrem viele Stellen auch markiert. Ich mache das immer, wenn ich, wenn mir etwas in einem Buch richtig, richtig gut gefällt, weil es so poetisch ist oder weil ich mir denke, boah, ja, das stimmt wohl, dann markiere ich das immer. Und ja, ich habe mir hier sehr, sehr viele Stellen markiert. Das zeigt bei mir immer, dass es ein gutes Buch war. Also je mehr da markiert ist, desto besser war es. Ja. Platz 6 und 7. Und zwar habe ich hier jetzt die Bücher von. Moment. Also, ich habe jetzt hier die Bücher von Samuel Koch liegen. Beide, weil ich kann mich nicht entscheiden, welches besser ist. Die sind beide gleich gut. Also, ja. Wie man sieht, habe ich mir hier überall solche Markierungen gesetzt. Und ist mir irgendwas rausgefallen. Das ist ein Kunstwerk. Das habe ich mal in der Staatsgalerie mitgenommen. Keine Ahnung, was das da drin macht. Vielleicht war das mein Lesezeichen. Samuel Koch wird den meisten wahrscheinlich etwas sagen. Gehe ich einfach mal davon aus. Samuel Koch ist ein Schauspieler, der berühmt geworden ist durch seinen Unfall, den er bei Wetten, dass hatte. Und er hat zwei Bücher geschrieben. Ja, über sein Leben vor dem Unfall, sein Leben nach dem Unfall und so weiter. Und Samuel Koch ist für mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, also zeitweise war er für mich sowas wie eine Gottheit und mittlerweile, ja, wie soll ich sagen, ich bewundere ihn einfach unendlich dafür, wie positiv er eben über alles denkt quasi, beziehungsweise also wie positiv er einfach weiterlebt mit seinem
Also ich kann es jedem auf jeden Fall empfehlen, wenn es einmal nicht so gut geht. Ich musste nach jeder Geschichte immer voll lange Pause machen und dann erstmal ein anderes Buch weiterlesen, weil einen die einzelnen Geschichten irgendwie so fesseln. Und da muss man dann erstmal drüber nachdenken und alles. Ja, deswegen konnte ich immer nicht alles am Stück durchlesen, sondern musste das dann erstmal sacken lassen quasi. Viel kann man dazu nicht sagen. Aber also der Schreibstil von Alice Munro ist sehr, sehr toll und auch sehr poetisch und ein weiterer Punkt, der mir sehr gefällt, ist, dass die ganzen Geschichten
mich sehr, sehr, sehr begeistert hat. Sehr, sehr gut, dass die Serie
13 Teilen bestand. Ich hatte schon, also als ich gehört habe, ja, hier, das wird irgendwie verfilmt oder sowas, da hatte ich kurz Angst, dass die da einen anderthalb Stunden Film draus machen, weil in anderthalb Stunden hätte man das einfach niemals so wiedergeben können. Und weil das so, so viel Inhalt hat, das wäre nicht gegangen. Und deswegen war ich froh, als ich dann hörte, das wird eine Serie. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr gutes Buch gewesen. Und deswegen zu Recht auf Platz 4. Okay, Platz 3. Ich muss noch kurz dazu erwähnen, dass ich mir nicht sicher war, welches ich da jetzt auf Platz 3 und Platz 4 packen soll. Also Tote Mädchen lügen nicht, hätte ebenso auf Platz 3 sein können. Das war jetzt ein bisschen Zufall. Ja, auf Platz 3 ein weiteres Tumblr-Buch. Und zwar Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. John Green hat ja noch einige andere Bücher, die extrem gehypt wurden und von denen ich immer super viel auf Tumblr gelesen habe, wie beispielsweise Eine wie Alaska. Von dem Buch war ich jetzt allerdings nicht so begeistert, muss ich zugeben. Anders als von diesem hier, das fand ich sehr, sehr toll. Das werden die meisten wahrscheinlich kennen oder zumindest schon mal irgendwo aufgeschnappt haben. Es handelt von Hazel Grace und Augustus Walter, heißt der, glaube ich. Und das sind zwei Jugendliche, die Krebs haben. Dementsprechend ist es natürlich eine sehr, sehr traurige Geschichte. Aber manchmal muss man auch lachen. Und hier ist die Schreibweise wieder ebenfalls sehr, sehr schön und poetisch. Und ja, man kann nicht allzu viel dazu sagen, ohne irgendwas zu spoilern. Es geht auf jeden Fall eben um ihr Leben. Geschichte ist natürlich auch mit dabei, wer hätte das gedacht. Buch und Film, ich muss sagen, da kann ich mich gar nicht entscheiden, muss ich zugeben, was da, also ob da jetzt der Film besser war oder das Buch. Es ist aber auch tatsächlich ziemlich gleich bzw. ähnlich, also oft hat man das ja irgendwie, dass der Film dann komplett vom Buch abweicht und einfach nichts geblieben ist. Aber hier ist das alles doch ziemlich gleich geblieben eigentlich. Also deswegen kann ich da gar nicht sagen, was besser ist. Die Emotionen kommen bei beidem eigentlich ziemlich gut rüber. Also sowohl im Film als auch im Buch kann man da schon sehr, sehr stark mitfühlen und alles. Ich bin allerdings einfach mehr ein Lesemensch als jetzt ein Filmschaumensch, weswegen ich immer die Bücher eigentlich vorziehe. Jetzt abgesehen von dem
schwer. Also, dann mache ich jetzt mit dem hier weiter. Und zwar mit dem Buch von David Levithan. Letztendlich sind wir dem Universum egal. Das ist extrem schwer zu beschreiben, was es da geht. Es handelt grob gesagt von einer Person, jeden Tag in einem neuen Körper aufwacht. Also diese Person hat im Prinzip nur eine eigene Seele, ein eigenes Sein, allerdings keinen eigenen Körper. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Geschichte. Teilweise sehr dramatisch, spannend, weil dann im Laufe des Buchs Leute oder einer zumindest rausfindet, dass diese Person an diesem einen Tag eben in seinem Körper war. Und er glaubt dann, dass er irgendwie vom Teufel besessen war oder so. Und versucht dann eben dieses Wesen zu finden und herauszufinden, was dieses Wesen mit ihm gemacht hat und so weiter. Und das ist dann halt, ja, das ist extrem spannend alles. Nebenher dann eben immer mit diesem Mädchen da. Und ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig empfehlenswert. Wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich es jetzt auf Platz 1 oder auf 2 machen soll. Also es hätte genauso gut Platz 1 sein können, weil es einfach von der Geschichte her so besonders ist. Und ja, es ist eine Geschichte, die es so ein zweites Mal nicht gibt. Richtig toll und stellenweise auch sehr, sehr traurig und gefühlvoll. Also es ist alles mit dabei.
mir so krass im Kopf geblieben. Platz 1, jetzt wo ich darüber rede.
das darf, dass man einfach über Sachen redet, ohne sie dann irgendwie, ja. Deswegen mache ich das dann lieber mal. Also, falls ihr euch für eines dieser Bücher interessieren solltet, dann könnt ihr in der Infobox nachschauen. Das war's eigentlich.